ich bin ein Lokführer. Ich sitze vorne und steuere die Züge sozusagen. Ich bin in meinem ersten Jahr als auszubildender Pflegefachmann, lerne in einer Psychiatrie, genau genommen. Ich arbeite in einer jüdischen Kita, die ist bilingual, Deutsch-Englisch und Deutsch-Hebräisch. Und als Kinderärztin arbeite ich hauptsächlich bei Kollegen, um sie mal zu vertreten. Bin ausgebildete Rettungsassistentin, Sozialarbeiterin in geflüchteten Wohnheimen in Berlin. Arbeite in psychosoziale Beratung für Menschen mit Fluchthintergrund. Ja, ich war als Personenschützer tätig für den Insenator Andreas Geisel, Insenator von Berlin, und für den Vorsitzenden der jüdischen Gemeinde Gideon Joffe. Das war Tatsache Zufall. Oh, ich mache fast gesamtes Ostnetz. Ich war da zum Beispiel von Gera nach Leipzig, von Leipzig nach Saalfeld. Ja, die Grundausbildung hat mir echt Spaß gemacht. Wie man richtig grüßt, die ganzen Dienstgrade, Schießen, Sport und so weiter. Angefangen habe ich in der geschützten Psychiatrie. Das heißt, wir haben wirklich die akuten Fälle, die stark Schizophrenen, die Bipolaren, also die Leute in einer akuten manischen Phase, all das haben wir erlebt. Praktisch bedeutet das, dass ich die Familien in den ersten Jahren ihres Lebens in Deutschland begleite. Beziehung zwischen der Schule und die Familie, Fragen zu, was ist Jobcenter, Fragen zu, was darf ich hier als Frau? Die Menschen kamen aus allen erdenklichen Ländern, also das ist Syrien, Iran, Somalia. Und wie lange sie dort bleiben? Viel zu lange, weil sie meistens einfach auch keine Wohnung bekommen. Und deswegen werden diese Orte meistens nicht nur zu Übergangswohnheimen, sondern auch zu Lebensorten auf Dauer. Wenn sie nicht abgeschoben werden, das natürlich auch passiert schon. Es gibt viele Bereiche, wo ich sagen würde, das ist Arbeit, wo man die nicht jeder machen würde, weil es einfach das klassische Bild ist von einem Pfleger, dass man Menschen bei der Körperpflege hilft, auch manchmal eine Situation hat, die einen vielleicht auch an die Substanz gehen. Aber am Ende finde ich auch, dass man nicht immer die dreckige Arbeit auch als dreckig sehen muss. Naja, klar, in der Gesellschaft gibt es unterschiedliche Meinungen zur Polizei. Die einen mögen es, die anderen weniger. Aber da muss man dann auf allen Ebenen mit leben. Kann ich ganz gut. Ja, also meine Freunde, also die jüdischen Freunde, haben häufig überrascht reagiert, aber nicht wirklich negativ darauf, dass ich jetzt bei der Bundeswehr bin. Ja, wir hatten auch einen Patienten mit Nazi-Tattoos einmal, aber der Mann war so alt und dement, der hat es leider vergessen. Und wir hatten auch eine sehr gute Beziehung zueinander. Meine Religion und seine Ansichten waren nie Thema. Hätten auch kein Thema werden können, leider. Zum Glück. Ja, also die Uniform, das gefällt mir, sie zu tragen. Auch den Dienstanzug, der ist echt elegant. Und wir haben solche Züge, die sind grün, weiß und ein bisschen rot. Genau, grün, rot und Hemd, fast weiß. Was ich trage, ist ein Kasak, meine Arbeitsuniform in der Regel. Sowie weiße Hosen, einfach alles, was klinisch sauber. Und die Dienstgradklappen sind Fahnenjunker, Offiziersanwärter und dass ich Medizin studiere. Ein kleines Bärchen drauf. Als Kind? Ach so, ursprünglich als kleines Kind als Trolleybusfahrer werden wollte, immer. Also ich glaube, wie jedes Kind wollte ich immer alles werden, so von Tierarzt über Pilotin über... Mit 6 habe ich beschlossen, ich möchte eine Opernsängerin werden. Und jetzt bin ich Erzieherin. Ich singe immer noch sehr viel und sehr laut. Oh Gott. kann ich machen. Das ist gerade, das ist schief. Das ist hoch und das ist tief. Das ist dunkel, das ist hell. Das ist langsam, das ist schnell.